Wir unterscheiden strategische, taktische, operative Planung, was zunächst mal eine Unterscheidung ist nach dem Zeitbezug. Also die erste Unterscheidung ist einfach die Unterscheidung nach der Lang- oder Kurzfristigkeit. Strategische Planung ist langfristige Planung. Das ist also die langfristige Zielausrichtung. Taktisch ist dementsprechend mittelfristig und operativ ist kurzfristig. Wobei natürlich die Frage auftaucht, welche Zeithorizonte sind denn jetzt hier relevant? Was ist denn langfristig? Nun, langfristig in der Wirtschaft ist was anderes als langfristig in der Geschichte. Ein Geschichtsforscher arbeitet mit ganz anderen Begriffen von der Zeit als ein Unternehmer. Strategische Planung kann man also sehr unterschiedlich definieren. Das kann sein ein Zeithorizont von, sagen wir mal, 5 Jahren. Früher habe ich mal gelernt, 10 Jahre, weil man sagt, darüber hinaus weiß man eh nichts. Man spricht vom ökonomischen Horizont. So weit kannst du schauen, weiter kannst du eben nicht schauen. Du kannst nur bis zum Horizont schauen. Also sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, aber auch das kann für manche Unternehmen anders definiert sein. Es gibt Unternehmen, die haben eine Vorstellung davon, wo das Unternehmen in 200 oder 500 Jahren stehen soll. Das ist kein Witz. Das gibt es. Ob das gut ist oder nicht, muss man im Einzelfall entscheiden, aber es gibt solche Unternehmen. Da gibt es solche langfristigen, und hier spricht man dann von Visionen, langfristigen Visionen. Also da kann ein Unternehmensführer jetzt sagen, wo er das Unternehmen in 100 Jahren sieht. Inwieweit so etwas realistisch ist, inwieweit so etwas funktionieren kann, ist eine zweite Frage. Wir haben im Moment es sehr stark mit sich verändernden Rahmenbedingungen zu tun, sodass es eine andere Strömung gibt, die sagt, länger als 5 Jahre zu planen, ist eh sinnlos, weil bis dahin hat sich sowieso alles dreimal geändert, sodass du dich eh neu justieren musst. Nokia hat auch nicht geahnt, dass da Apple plötzlich kommen würde. Also es kann etwas passieren, dass den Markt, auf dem du dich sicher fühlst, auf dem du Marktführer bist, plötzlich so komplett durcheinander bringt, dass du komplett neu planen musst. Und auch die Leute dort in Fukushima mit diesem Atomkraftwerk, die hatten mit Sicherheit auch strategische Planung. Das hat sich dann ja wohl auch schnell erledigt. Genauso wie deutsche Atomkraftwerke wahrscheinlich strategische Planung hatten. Und das hat sich dann auch mal jetzt Erledigt. erledigt. Ne? Also da kann etwas passieren, dass dir das Fundament unter den Boden unter den Füßen, den Boden unter den Füßen wegzieht. Also darüber kann man lange diskutieren. Taktisch ist mittelfristig und operativ ist kurzfristig. Kurzfristig heißt die nächste Woche, der nächste Monat, vielleicht noch das nächste Quartal. Und hier passiert das Entscheidende. Wir haben hier wieder die Unterscheidung. Strategische Planung ist Konzeptebene, operative Planung ist Aktionsebene. Und die taktische hängt so ein bisschen dazwischen. Konzept und Aktion. Und darum geht es, das zu verstehen. Denn es geht immer, 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 immer darum, Konzepte in Aktionen zu übersetzen. Das heißt, auf einer grundsätzlichen Ausrichtung, da ungefähr will ich hin, die entsprechenden Aktionen zu planen und vor allem auch umzusetzen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, der langfristige Verhaltensplan der strategischen Planung wird im Rahmen der taktischen und vor allem der operativen Planung, jetzt kommt das entscheidende Wort, durch Aktionsprogramme konkretisiert. Und das ist das Entscheidende für den unternehmerischen Erfolg. Unternehmen, die handeln, das sind die erfolgreichen, nicht Unternehmen, die Wochen und Monate lang planen. Kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Keine Strategie überlebt die erste Feindberührung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss.
Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.